Während die Trojaner praktisch im Alleingang das dunkle Volk abwehren und die Römer Troja belagern, haben die Mayas ganz eigene Probleme. Wir starten auf einer Insel, die effektiv aus drei Halbinseln besteht. Auf der östlichen Halbinsel befindet sich ein mittelgroßer Stützpunkt der Römer, ein zweiter und größerer jenseits einer Landbrücke im Westen. Ein dritter befindet sich auf einer eigenen Insel im Nordosten und stellt für uns keine Bedrohung dar, wird aber am Ende etwas nervig zu besiegen. Unser Ziel ist es, alle drei Stützpunkte zu vernichten. Das Gebirge im Norden enthält für den Anfang kleine, aber üppige Rohstoffvorkommen aller Art. Weitere Bodenschätze finden wir aber erst in den römischen Siedlungen, die daran wirklich keinerlei Mangel haben. Auf den Inseln nördlich und südlich unserer Startposition befinden sich feindliche Soldaten, die sind offenbar aber mehr als Dekoration gedacht. Ihr könnt vom blauen Spieler 14 und vom gelben 21 Soldaten abziehen. Die anderen Inseln haben ebenfalls nichts, wofür wir herkommen müssten. Auf normal können wir nach 60 und auf leicht nach 100 Minuten angegriffen werden. Dank des starken Early Games der Mayas sollte es aber kein Problem sein, innerhalb der ersten halben Stunde an der doppelten Schwerindustrie stehen zu haben. Da wir bereits mit Nahrung starten, können wir es uns leisten, die Nahrungsindustrie erst danach zu bauen. Im Norden befindet sich eine Wüste, falls ihr Mana nutzen wollt. Die Wüste in eurem Startgebiet könnt ihr dagegen getrost für eure Holzproduktion mitnutzen. Mir war da nur noch nicht klar, dass die Trojaner und Mayas auf Wüstengebieten Palmen anpflanzen können. Baut eine Verteidigungsstellung aus 4 bis 5 großen Türmen an der Grenze zum blauen Spieler, damit er nicht in euer Gebiet siedelt. Alle anderen Türme braucht ihr nicht. Die Landbrücken lassen auch Raum für ein paar Diebe und Bogenschützen, womit ihr den späteren Angriff etwas abschwächen könnt. Was den gelben Spieler angeht, habt ihr zwei Möglichkeiten. Die Landbrücke ließe sich im Zweifelsfalle ziemlich leicht mit einer Siedlermauer blockieren. Aber auch wenn ihr auf Cheese verzichten wollt, solltet ihr die Landbrücke nutzen. Da ihr sowieso im Laufe der Zeit Ziehobjekte bauen solltet, könnt ihr euer erstes Set auch direkt in diesem Bereich verteilen und auch das Ende der Landbrücke etwas mit Häusern blockieren. Dadurch werden die großen Truppen des gelben Spielers etwas aufgelockert und kämpfen weniger koordiniert. Der Bau mittlerer Wohnhäuser südwestlich eurer großen Türme kann auch nicht schaden. Im Stream konnten wir beobachten, dass die Angriffe der KI offenbar schwächer ausfallen, je mehr Soldaten ihr selbst besitzt. Etwas kontraintuitiv, aber ganz praktisch. Zwischen den Angriffen des gelben Spielers solltet ihr schrittweise die blaue Siedlung vernichten. Wenn ihr das schafft, müsst ihr eure Aufmerksamkeit nicht mehr aufteilen und jegliche Rohstoff- oder Platzprobleme sollten sich in Luft auflösen. Sobald auch der gelbe Spieler besiegt ist, räumt er an der Küste der früheren blauen Siedlung etwas auf und baut eine Werft. Der grüne Spieler hat ein halbes Dutzend Schmieden und kann problemlos 600 plus Soldaten anhäufen, wenn man ihn lässt. Die Dieb-Bogenschützen-Kombo erwies sich hier als ineffektiv, nutzt stattdessen Strike-Teams aus 15 Level 3 Schwertkämpfern, übernehmt die kleinen Türme an der Küste und reißt sie ab, um eine Landezone zu sichern. Zieht eure Armee in Ruhe rüber, den Rest regeln hohe Kampfkraft und Level 3 Soldaten. Sobald ihr die Burg des grünen Spielers erobert, findet ihr eine Schatzkarte, die den Plot der Kampagne erst so richtig ins Rollen bringt.